Edward fragte sich, war die heutige Entwicklung bereits schon lange Zeit vor unserer Geburt absehbar? Und hatten einige wenige Einblick in die sich bereits anbahnenden Ereignisse? Doch wer sind die vom Schicksal auserwählten Personen, die über den Einblick in den stetigen Weltenlauf verfügen? Auf der Suche nach Antworten stieß Edward auf den bayerischen Brunnenbauer und Seher Alois Irrmeier. Damals war es für ihn nicht absehbar, dass seine Spurensuche nach Alois Irrmeier ihn in eine ihm unbekannte, nebulöse Vergangenheit eintauchen lassen würde. Er konnte damals noch nicht erahnen, dass ihn fremde Menschen, die Alois Irrmeier noch kannten, ihn an ihrer Erinnerung teilhaben lassen würden. Alles fing jedoch mit einer kleinen Annonce im Freilassinger Tageblatt an. Edward war sehr gespannt auf die Reaktion der Leser. Zu seiner Überraschung setzte sich schon kurz nach der Veröffentlichung alles wie von allein in Bewegung. Auch erschien es ihm im Verlauf mehrerer Interviews, als würde auch noch langer Zeit Alois Irrmeier mit Verehrung und Hochachtung begegnet. Seine Gesprächspartner waren offenbar stolz auf den Sohn ihrer Stadt. So begann für Edward eine aufregende Zeitreise durch Bayern. Seine Forschungsreise ging vorbei an Gebäuden, die Irrmeier einst bewohnte, Gasthäuser, in die er einkehrte, und Wasseradern, auf denen er Brunnen errichtete. Ähnlich wie bei einem Puzzlespiel stellten sich wie arrangiert einzelne Puzzleteile ein, die zunehmend ein klareres Bild ergaben. Zeitzeugen meldeten sich bei Edward und alte, brisante Dokumente fielen ihm in die Hände. Das Phantom Alois Irrmeier gewann allmählich an Gestalt. Begleiten Sie Edward auf eine weit zurückliegende Reise in die Vergangenheit und nehmen Sie teil an den Erinnerungen von Menschen, die ihre Begegnungen mit ihm in Gedanken immer noch in sich tragen. Dann gibt es natürlich dann auch noch so Episoden, wo, aber das steht ja in den Büchern drinnen, Wo teilweise die Polizei ihn um Rat fragt. Dann war in Traunstein einmal irgendein Giftmord. Da ist er dann auch gefragt worden. Und dortmals hat er dann gesagt, er bräuchte von der Beerdigung ein Foto. Und durch das, dass die Polizei da schon zweifelt hat, ob das alles mit rechten Dingen zugangen ist, hat man da Fotos gehabt und dann haben sie mir ein Foto vorgelegt und dann hat er gesagt, der erste hinterm Sarg, das ist der. Und der war es dann auch. Das sind jetzt eigentlich so diese einfachen Dinge, die ja als Bub, ich war ja dort mal so ein Bub, ich habe mir ja nichts gedacht dabei. Das ist ja erst, wie das dann mehr publik geworden ist, aktueller geworden, und dann hat man halt selber gesagt, den habe ich selber auch kennengelernt. Und es war schon eine imposante Erscheinung. Wie oft hatten Sie da Kontakt zu ihm im Laufe der Zeit? Ach, der war bei uns ein paar Mal in der Werkstatt und wir waren dann ein paar Mal bei ihm auf dem Bau. 5, 6 Mal.
Der zukünftige Ehemann tritt in Erscheinung. Gleich einer Glaskugel, die einen Einblick in die Zukunft eines Menschen erlaubt, konnte Alois Erlmeyer Zukunftsprognosen erstellen, die in großer Vielzahl eintrafen. Junge Burschen fragten ihn nach ihrer beruflichen Entwicklung und Mädchen, ob sie einen Mann bekommen. Verschmitzt und treffsicher gab er ihnen einen Einblick in ihre Zukunft. Also meine Mutter, die ist Jahrgang 32 bin, und die hat eine Schwester, das war, wie soll ich jetzt anfangen? Meine Mutter, das war eigentlich die Jüngste von der Familie, und die Älteste, das war die Tante Mari praktisch, die war 20 Jahre älter schon, die hat in Freilassing gewohnt, in Salzburghofen. Ein Hang drunten heißt man das. Und da hat er früher der Irlmeyer auch gewohnt. Der war in der Nachbarschaft von der Tante Mari praktisch, von meiner Mutter, seiner Schwestern. Ja. Da hat der gewohnt, der Irlmeyer. Darum haben sie einen Irlmeyer Kinder, weil meine Mutter, die hat sehr viel mit der Schwester zusammen da. Die haben sie praktisch oft besucht und alles. Und da haben sie auch mit Irlmeyer oft zusammengekommen damals. Dann haben sie viel getroffen. Und da hat meine Mutter mal mit in jungen Jahren war, da war es so, das hat sich öfter erzählt zu Hause, weil da war es so 15, 16 Jahre, ein junges Mädel halt noch, hat sich halt auch mal gedacht, Mensch, was wäre ich, weil ich für einen Mann kriege und so und alles. Dann hat halt die Meinung gemacht, geh weiter, geh mit dem Jörlmeier um, der sagt das dann schon, was für einen Mann das kriegst. Dann haben sie dann mal gaudimäßig einfach mal zum Jörlmeier rübergegangen. Dann hat Irlmeyer gesagt, du Irlmeyer, was kriege ich denn mal für einen Mann? Hat der Irlmeyer ein bisschen gelacht, hat es angeschaut und hat eine Zeit gewartet. Ja, hat er gesagt, der Irlmeyer, ich sehe schon. Hat er gesagt, ich sehe schon. Du kriegst einmal einen Mann. Das steht fest. Und du bleibst auch im Dorf. Du kommst gar nicht weit weg von zu Hause, hat er gesagt. Aber ich weiß, ich sehe es jetzt nicht genau, wo du hinkommst, das sehe ich nicht genau, das kann ich dir jetzt nicht sagen, hat er gesagt, wo du genau hinkommst, das weiß ich nicht. Aber du bleibst im Dorf, du kommst nicht weg. Aber du wirst nicht viel Glück haben mit deinem Mann, hat er gesagt. Er ist ein bisschen ein Bazi, hat er gemeint, er ist ein bisschen ein lieber Mensch, der Ding. Und was er für ein Beruf ist, das kann ich dir auch nicht genau sagen, aber das eine weiß ich, er hat mit Holz zum Tor. Ja, er hat mit Holz zum Tor. Er hat eine Werkstatt daheim, er ist ein Meister und er hat mit Holz zum Tor. Aber ich weiß nicht, ist er ein Zimmerer oder ist er ein Schreiner? Das war ich nicht, hat er damals gesagt. Das sehe ich nicht. Aber ich sehe halt, er hat aber ein blaues Kappe auf, ein Bleistift hinter die Ohren und eine blaue Schürze heran. Und das hat sogar gestimmt. Mein Vater, der hat aber ein blaues Kappe aufgehabt und die blaue Schürze um. So hat man einfach Kind. Das war einfach so. Und er hat auch gesagt, du wirst einmal 5 Kinder kriegen. Zwei Dirndl und 3 Buben. Hat er genau vorausgesagt. Hat auch gestimmt. Hat alles gestimmt. Das erste Dirndl hat er gesagt, du hast gekriegt, das ist aber nicht von dem wo. Das ist schon von dem anderen. Hat auch gestimmt. Hat auch gestimmt. Ja, okay. Dies ist die Geschichte eines jungen Mädchen, welches Alois in der elterlichen Gastwirtschaft bediente und die ihm mittags stets sein Essen servierte. Sie erzählt auf eine vertraute Weise von ihrer Begegnung mit dem grantigen Seher, der offenbar auch eine sehr menschliche und liebenswerte Seite hatte. Ja, dann nehmen Sie uns einfach mal mit auf die Reise in die Vergangenheit. Da fahre ich oft im Geiste in die Vergangenheit. Ich habe so viel erlebt. Das denke ich mir. Besonders durch die Brauerei. Durch die Brauerei. Jeden Anlass habe ich ein Gedicht vorgetragen. Die Damen, die ich begrüßt habe, die Brauereibesitzerin, da haben mir als Kinder die Hand geben müssen, einen Knicks machen müssen. Grüß Gott, gnädige Frau. Sagen Sie das heute einmal zu der Jugend.
waren andere Zeiten, ne? Und andere Zeiten. Ja, und das hat ja Edelmeier gesagt, dass eine gottlose Zeit kommt, wo eben diese ganzen Dinge keine Rolle mehr spielen, ne? War Kriegsende und dann haben meine Eltern da das Drogen gebracht. Da habe ich mithelfen müssen dann. Da ist der Edelmeier täglich zum Mittagessen gekommen. Wenn er gekommen ist, Mittag, hat er aber gesagt, Dürndl, was gibt's denn heute? Und das war früher so üblich, wenn einer, der gearbeitet hat, da haben wir hingegangen zum Ratschen, zum Erzählen. Dann ist mein Onkel rübergegangen zum Irlmeier, hat ihm zugeschaut beim Brunnen. Entschuldige, da sagt der Irlmeier, hast nicht ein Zigarettenpapier, das war damals eine Rarität. Ah. Dann sagt mein Onkel, ich hab auch keins. Geh heim, hat er gesagt. Ein Küchenkasten drin und der Kaffeetasse und da liegt es drin. Es hat so Wahrsager hat's mehr gegeben. Da hat es einen bayerischen Hirsel gegeben. Und da waren auch so Leute, die mir einmal was vorausgesagt haben. Und die waren mir immer so unheimlich. So. Wusste man nicht, was man von halten sollte, ne? Weil das eigentlich nicht so alltäglich im BSW geht. Ja, aber den Irmer, den, wenn ich zeichnen könnte, kann den nur beschreiben. Was für Augen hat er gehabt? Welche Farbe? Große Augen hat er gehabt, sehr große. So ein so, stechender Blick, so ne? Durchstechender Blick, genau. Das sagen Leute alle. Ja, das stimmt so. Durchdringend. So ein bisschen unheimlich, ne? Ja, ja. Angeblich, also das weiß ich nicht genau, angeblich stammt er ja von Maria Eck da drum. Da war ich, da komme ich gerade her. Ich war bei dem Haus, wo er früher lebte. Das ist in ja Scharon. Genau, da war ich gerade. Dann stimmt das. Ja? Das habe ich aber nicht von ihm erfahren, das habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist abgebrannt, das Haus? Ja, genau. Und jetzt steht ein neues Haus da. Und ich war bei der Dame, die jetzt da wohnt. Aha. Jetzt gerade, ich komme gerade von dort. Auch von Maria Eck. Haben sie ein bisschen einen Seng mitgebracht. Ein Schlitzohr wird enttarnt. Schlitzohren gibt es heute. Und sie, diese auch schon zu Alois Erlmeyers Zeiten. Wie hilfreich ist es doch, wenn man von solchen Personen im Vorfeld gewarnt wird. Mehrfach wies Alois Erlmeyer seine Mitmenschen auf Personen hin, die unaufrichtige Absichten hatten. Er verfügte über die Gabe, Spitzbuben zu erkennen und diese bis ins Detail zu beschreiben, ohne dass er sie zuvor zu Gesicht bekam. Und nachher sagt er, da haben wir so, er sein Kamerad da, so beieinander gesetzt haben, da, dann sagt er zu mir, sagt er, du, fährst du für einen Handelsvertreter bei mein Auto umeinander? Er sagt, wieso, warum? Ich habe gesagt, ist das so? Ich habe freilich gesagt. Dann hat er mir den Mann beschrieben, wie der ausschaut. Dann hat er gesagt, der ist größer wie du, schlank, macht eine Vertretung. Für Elementdecken und so Sachen und Trägerdecken für die Firma Dirk. Und er hat keinen Führerschein nicht und kein Auto nicht. Und ich sollte da von einer Baustelle bzw. einem Bauunternehmen zu den anderen so umeinander fahren. Da, gell? Ja, das hat er mit meinem Vater so ausgemacht. Da hat er gesagt, kriegt er das und das und so. Und kriegt er gar nichts. Nachher sagt er, aber den Mann so beschrieben hat, sagte, der Mann ist ganz dunkelhaarig und der hat einen Haarwuchs, einen Bartwuchs so stark, dass ich jeden Tag rasieren muss. Das hat auch gestimmt. Und den kannte er aber nicht, oder? Den hat er nie gesehen und gar nichts. Hat er nie gesehen? Nie, nie. Nein. Und nachher hat er gesagt, du, also ich sag dir bloß das eine, hat er gesagt, hör jetzt vorne auf, hat er gesagt, von dem Mann kriegst du nichts. Das habe ich noch an der, da haben wir meinem Vater gesagt, da habe ich gesagt, was er mir da so erzählt hat, da, ja, so ist es, also, ja, bis jetzt habe ich noch nichts gekriegt. Ja, haben wir das vorhin aufgehört, gell?